Heute ist Donnerstag und es ist natürlich wieder mal nicht so richtig schönes Wetter, aber es geht sogar einigermaßen. Und wir haben hier Besuch hier. Lindy ist wieder hier. Und wir haben uns gerade gedacht, wir können jetzt nicht mal mehr so lange warten, dass endlich mal das Wetter besser wird. Also es regnet immerhin nicht. Wir können ja mal kurz auf die Terrasse gehen. Es ist ja blauer Himmel auch mal zu sehen. Und es ist einigermaßen warm. Und dann können wir auch mal an den Strand und da fahren wir jetzt hin. So, die Schwimmsachen werden gepackt. Ja. Mama's parat. Genau. Und dann geht's gleich los. Ja. Was ist die Max, kommst du mit? Haben wir mal fragen, ob wir Max mitnehmen. Vielleicht buddelt er auch ein bisschen mit am Strand. Entscheide dich jetzt. Du kommst nicht mit? So ein Langweiler. Er kommt nicht mit. Fahren wir allein. Jetzt geht die Sucherei los. Ja. Irgendwo hier sind unsere Strandutensilien. Und wir haben irgendwo. Wir wollten ja große Spaten. Ne? Richtig coolen Klappspaten. Also wir haben den. Ja, den. Nur den. Ja, aber wir brauchen noch einen. So, hier ist unsere Strandliege. Die war ja auch mal in einem Video schon mal zu sehen. Wo die Kinder nicht so richtig nass gespritzt haben. Und ich will mal sehen, dass ich jetzt Max mal ein bisschen überzeugen kann, dass er doch mitkommt. Ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten. Max, was ist los? Warum willst du nicht mit an den Strand? In den Strand wollte ich jetzt schon sagen. Weil ich hier nochmal laufen gehen wollte. Okay, das kannst du am Strand machen. Kann es am Strand machen? Er kann es am Strand machen. Meinst du? Kommst du mit an den Strand laufen? Ja, gleich. So schnell kann man ihn überreden. Gibt es auch ein Eis dann? Ständig im Kommentare beantworten. Max ist immer für euch da. Er ist so lieb. Wir sind auf dem Weg zum Strand, zum Schönberger Strand. Aber der heißt da irgendwie noch ein bisschen anders. Starkendorf. Ne? Was meinst du? Starkendorfer Strand. Starkendorf. Also wer sich in Schönberg oder Kiel auskennt, das ist da, wo die Fischerhütten sind. Genau. Und da wollen wir jetzt hin. Yo. Und der Himmel wird immer blauer, die Wolken verziehen sich. Wie kann das angehen? Ne? Ja. Man fährt nach Schönberg und das Wetter wird schön. Hier waren wir doch schon mal mit euch. Nein. Robert, da kann man jetzt noch ein bisschen besser fahren. Wow, guck mal, was sie hier gemacht haben. Da müssen wir hin. Das ist irgendwie immer irgendwas. So, wir sind jetzt angekommen und hier wird auch fleißig aufgenommen schon. Unsere Sachen werden verteilt. Und Ash hat hier unsere Strandkarre. Und jetzt wollen wir mal schön die Kinder als Packesel ausnutzen. Genau. Ihr nutzt uns voll aus. Dabei freuen die sich so richtig schön, dass sie an den Strand gehen. Nur leider in die falsche Richtung. Da müssen wir hin. Ich rieche schon das Salzwasser. Irgendwie sind wir zu weit gefahren. Und hier ist der Strand. Dann kommen wir nicht rüber. Oh, ist das schwer. Dann kommt hier nicht mehr. Abstellen. Und es ist hier erstaunlich leer. Und dann wollen wir gleich mal das Wasser testen. Und wie ist das Wasser? Kalt, also es geht. Nee. Man kann reingehen, ohne einen Schreck zu kriegen. Ist nun auch nicht gerade Badewanne, aber es geht. Das ist doch nicht kalt. Wasserratten. Willst du auch ein bisschen mit ins Wasser? Ich bin schon im Wasser, aber es ist kalt. Mit Klamotten? Ja, das machen die ja auch, ne? Auch so, ja. So, hier ist jetzt unser Strandlager. Genau. Mamas zu Hause. Ja. Mamas zu Hause. Und ich auch. Und ich werde hier ein bisschen was lesen. Hey, und Max ist wieder da. So, genau. Hier ist das Wasser. Das geht jetzt wieder. Da. Und sind die beiden da auch klar gekommen? Ja. Die sind ja auch schon wieder raus aus dem Wasser und buddeln da fleißig. Mhm. Nicht so. Jetzt gibt es hier gleich Abendbrot. Die beiden wollen mal zu den Fischerhütten gehen. Genau, Fischbrötchen holen. Aua! Ja. Das sieht ja fast aus wie Kung Fu, was ihr hier macht. Ja. Aber wisst ihr was? Unser Essen ist da. Mama ist mit dem Essen gekommen.
Und da ist auch schon unser Abendbrot. Und Tüte 1, also, Tüte 2, Tüte 3. Genau, wir haben 4 schon mal Servietten. Und 100 Servietten. So, am besten hier drauf lassen auf dem Papier. Da hat jemand richtig Hunger. Und jetzt könnt ihr mal sehen, was es hier zum Abendbrot gibt. Fischbrötchen, Pommes und noch mehr Fischbrötchen. Und noch ein Fischbrötchen und noch mehr Pommes und Pommes und Pommes. Das gesündeste Essen der Welt. Das leckerste Essen der Welt. Wir haben hier noch seit ein paar Monaten irgendwann mal bei Amazon bestellt hier den Tribe 18. Irgendwie so eine Flugmatte, so ein Drachen. Und ja, wir haben ja hier ungefähr fast keinen Wind. Wir probieren das aber trotzdem aus. Oder? Genau, sehen wir mal, ob wir den mal in die Lüfte kriegen. Hier geht's los. Auf die Plätze. Und Ash ist der Drachenmeister. Hey! Wow! 1, 2, 3. Mama! Ja! Der Wind reicht nicht. Oder der Drachen reicht nicht. Was jetzt nicht? Oder? So macht man das. Keiner hilft mir, ne? Nee. Der eine beschäftigt mit seinen Schuhen. Der andere mit der Kamera. Und die anderen sind, wo sind die denn überhaupt? Ach, die sind da hinten auf der Mole. So, ihr beiden, wir wollen nach Hause. Und wie war's? Gut. Okay, frage ich nachher bestimmt noch dreimal. Lachen, Mama hat hier voll den Lachkrampf oder so. Weil Adam versucht gerade von Max Bild zu gucken, zu machen und Max muss sich ganz ernst gucken. Und dann habe ich auch gerade versucht, so ganz cool zu gucken und dann muss ich die ganze Zeit lachen. Warum wollen wir eigentlich nicht am Strand mal übernachten? Ja, bitte. Ja, wir nehmen nächstes Mal dann ein Zelt mit. Nein, ohne Zelt. Hier einfach hier so mit einer Strandmuschel oder so. Nee, den Schlafsack noch dabei. Komm, ja, wir übernachten am Strand. Machen wir. Bist du dabei? Ja, wenn ich Schlafsack hätte. Und seid ihr da? Die sind doch da ganz hinten. Die sind nicht dabei. Ja. Und zum Abschluss, was gehört noch dazu zu so einem richtigen Strandtag? Ein Eis. Ein Eis. Schokolade und das ist Erdbeereis. Nee. Richtiges Erdbeereis. Das ganze. Und jetzt gibt es erstmal Zelda, die den ganzen Tag im warmen Auto gesessen hat. Ja. Und ab nach Hause. Das war jetzt unser Tag am Strand. Es geht nach Hause. Wollt ihr alle nach Hause? Nein, die Kinder wollen gar nicht nach Hause. Nee, wir hätten auch da noch übernachten können. Ja. Das machen wir dann auch irgendwann mal. Ja. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.